Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der NF Marsch Vierfach. Ja, in der letzten Folge habe ich hier angefangen, mal selber ein bisschen zu fahren. Und das nicht über einen Curseplay-Helfer zu machen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht im LS, mal ein bisschen selber fahren, selber Feldarbeit. Aber ich finde, das kann man zwischendurch schon mal machen. Gerade jetzt, wo man relativ wenig zu tun hat, finde ich, kann man das schon mal selber in den Trecker schwingen und über den Acker fahren. Aber ich denke, im späteren Verlauf dieses Spielstandes, da werden wir so viel zu tun haben, dass wir da nicht mehr großartig in der Lage sind, den Traktor selber auf dem Feld zu bewegen. Aber ist ja gar nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm. Ja, das heißt jetzt auch für uns, wir müssen ansehen nachher und dann eigentlich schon gleich im nächsten Atemzug walzen. Weil ansonsten am nächsten Tag im November haben wir dann leider Gottes, wie soll ich sagen, schon die erste Wachstumsstufe. Und ich glaube, dann würden wir die Frucht zerstören. Wir können ja am nächsten Tag dann mit dem Striegel rüberfahren und das Unkraut zupfen. Beziehungsweise das werde ich dann wahrscheinlich machen lassen vom Helfer. Und keine Ahnung, vielleicht eine Mission nebenbei laufen. Eine Mission, wo wir selber fahren können. Ja, denke ich. Da denke ich, dass das so gut sein wird. Haben wir es ja gleich geschafft. Also halt die Bahnen. Da fehlt nur das Vorgewende. Beziehungsweise ein Nachgewende, was wir erfahren werden. Ich glaube, hier drüben reicht es nicht ganz. Aber wir können auf jeden Fall schon mal anfangen. Mit dem Nachgewende. Dürfte theoretisch nicht ganz ausgehen. Müsste theoretisch breiter sein. Der Streifen links sitzt noch wie unser Gerät hinten dran. Aber wir werden es sehen. Nicht ins Wasser fahren. So nehme ich alles mit. Wie sieht es eigentlich in der Übersichtskarte aus? Von wegen den Steinen. Moment, da muss ich dann auf die Ansicht nicht da.
Doch auf diese Ansicht. Ja, okay, muss gepflügt werden. Ja, das ist jetzt aber doof. Wurde gemulcht. Auch mal noch deaktivieren. Benötigt Kalk. Ja, moin. Das ist ja. Gedüngt haben wir auch noch. Aber es ist steinfrei. Oh, das muss gepflügt werden, das Feld. Das ist jetzt ja. Ernsthaft? Och nö. Ich meine, das den Kalk ausbringen ist ja kein Thema. Na, da einmal mit dem Kalkstreuer rüber und dann ist gut. Oh, hier wo der Helfer gefahren ist, müssen wir so ein bisschen mitnehmen. Das passt mir ja sozusagen gar nicht in den Kram. Pflügen, das ist ja mal richtig blöd jetzt. So, lassen wir hier den Helfer daddeln, weil dann hole ich schon mal den Kalkstreuer, füll Kalk auf und das Licht könnte man machen, wenn man dunkel fährt. Dann laden wir nochmal Kalk auf und dann. Ab zum Kalk streuen. Das war ja Dünger, oder? Ja. Hat's mich nicht getäuscht. So. Habe jetzt einfach den Helfer da eingeschalten. Das müsste eigentlich soweit gut sein. Das war's ganz schön knapp. Jo, Kalk hätte ich gern. Dankeschön. Kannst du einmal voll machen. Das ist cool. Das jetzt so unten mit dem Klicken auf die Arbeitsbreite. Hier die Arbeitsbreite automatisch einstellen kann, sonst hätten wir jedes Mal wieder klicken müssen. Aber nichtsdestotrotz. Müssen wir einfach kalken. Ich denke, den kann ich laufen lassen. Weil wir überall lassen auf die Bahn starten und dann haben wir eh überall 3 Meter, 6 Meter mehr. An jeder Seite 6 Meter mehr. Das dürfte dann eigentlich schon passen. Wie stockdunkel das hier auf einmal wird, ne?
jetzt erstmal hier den Kurs raus. Kalkenkurs haben wir noch keinen, oder können wir noch keinen haben. Und dann werden wir. Erstmal kurz warten, bis der Kollege durchgefahren ist. Oh. Ich fahre dir aus dem Weg. So. Jetzt sind wir wieder auf Job erstellen. Field-Position. Ja. 18 Meter soll er 2 machen, soll auf den Bahnen starten. 18 Meter. Jetzt ist es schon wieder hier so schräg. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt steht da unser Kollege noch im Weg. Kalken 18 Meter. Das heißt, wir müssen dann erstmal unseren lieben Freund New Holland T7 wegfahren. Oder geht das so? Könnte gerade so gehen. Ja, natürlich, das letzte bisschen bleiben wir hängen. Es war klar, es war klar. Es war sowas von klar, dass wir da hängen bleiben. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da eben ungefähr auf die Spur kommen. Ja, der macht halt erst mit ihr Flutlicht. Sind wir mit dem schon ziemlich auf Kurs? Wie sieht denn das Feld aus? Ja, das werden wir schon ziemlich genau hinbekommen. Aber tun wir einmal ernten noch ohne Pflügen und dann im nächsten Gang tun wir dann pflügen. Ist der über eine Stunde schon her? Moment, gemietete Geräte. Ne, 0,6 und 0,1 Stunde. Na, ich bin ja echt gespannt, wie viel Kalk wir jetzt hier brauchen. Aber ich werde auf jeden Fall offscreen fertig kalken und fertig grubbern. Und dann eventuell sogar schon dann starten mit dem Ansehen, beziehungsweise werde es erstmal ein bisschen fortlaufen lassen und dann werde ich es selber ansehen. Das ist jetzt hier so der grobe Plan. 8400 Liter Mineralfutter. Stroh und Heu. Also Stroh und Heu, da könnte man definitiv nochmal was nachlegen. Aber Silage ist genug. Die Silage reicht auf jeden Fall.
Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.